Wir stellen euch die Frankfurter Skyline vor, heute den Central Business Tower. Man könnte meinen, hier im Bankenviertel ist aber eigentlich gar kein Platz mehr für neue Hochhäuser, oder? Falsch gedacht. Hinter mir ist nämlich die Baustelle für den neuen Central Business Tower. Man sieht gerade noch nicht besonders viel. Es finden nämlich gerade noch die Gründungsarbeiten statt. Die Hochbauarbeiten fangen dann nächstes Jahr 2024 an. Ursprünglich sollte der Turm bereits vor 20 Jahren gebaut werden. 2018 hat die Helaba Bank dann das Grundstück gekauft und treibt die Bauarbeiten weiter voran. Ich finde interessant, dass sich die heutigen Pläne eigentlich kaum von den damaligen Plänen unterscheiden. Lediglich an den Nachhaltigkeitsstandards wurde etwas geschraubt. Das Hochhaus ist als Doppelturm geplant. Der Grundriss ist H-förmig und die beiden Türme werden verbunden durch eine Fuge, die sich nach oben hin verbreitert. Das Besondere an dem Projekt ist, dass es mit dem bestehenden Bankgebäude verbunden wird. Die Fassade bleibt komplett erhalten, aber der Innenraum wird neu gestaltet. Das Weltkulturmuseum erhält eine Zweigstelle und es wird eine Dachterrasse zu den Wallanlagen geben. Es wird also öffentlich zugänglich sein.